Schulung im Bereich der Kundenbetreuung. Solltest du deine Mitarbeiter schulen, ja oder nein? Wenn ja, wie? Das werden wir uns heute anschauen. Viel Spaß beim Video. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo schon mal da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker und wir werden heute über das Thema Mitarbeiterschulung sprechen. Wurde schon ein, zwei Mal thematisiert hier auf dem Kanal, natürlich auch in den Bereichen Vertrieb oder Backoffice, aber die Frage, die ich immer wieder bekomme, hey, soll ich jetzt meine Mitarbeiter auch schulen in der Kundenbetreuung? So, die Antwort ist relativ klar, sonst würden wir kein Video drüber machen. Natürlich sollst du die schulen. Aber die Frage ist immer so ein bisschen, wie gehe ich damit jetzt um? Weil, ich sag mal, im Vertrieb ist es relativ naheliegend. Da kann ich halt viele Kennzahlen erheben. Da kann ich sagen, hey, du machst jetzt heute 100 Anrufe. Wenn du die nicht machst, dann gucken wir uns an, warum das nicht geklappt hat. In der Kundenbetreuung ist das ein bisschen schwieriger. Also wir haben auch hier schon mal über Kennzahlen wie meinetwegen eine Weiterempfehlungsquote oder eine Stornoquote oder eine Kundenzufriedenheit gesprochen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich jetzt nicht ganz so einfach, einen Mitarbeiter dahin zu bringen, diese Sachen zu lösen. So, und deswegen ist immer die Frage, wie schule ich jetzt einen Mitarbeiter in dieser Region, was mache ich da? Das Erste, was ich definitiv empfehlen würde, empfehlen wir eigentlich in jedem Bereich im Unternehmen, ist Standards zu schaffen und die dann wiederum festzuhalten. Ja, das heißt, es sollte bei dir im Unternehmen definitiv Standards geben, wie man mit Kunden spricht. Welche Sachen darf man sagen, welche Sachen darf man nicht sagen? Welche Sachen sind in welcher Situation angemessen? Und wenn du das für dich einmal sozusagen definiert hast, dann nimmst du Videos auf, die das Ganze in der zweiten Person, der dritten Person, der vierten Person am Ende des Tages zeigen. So, wie macht man das Ganze? Letzten Endes auch nicht so schwierig. Du hast ja für dich selber ein Gefühl dafür, wie du jetzt mit Kunden umgehst. Also du als Inhaber solltest letzten Endes wissen, okay, so soll es bei mir im Unternehmen laufen. Und am Ende des Tages, ja, kannst du das dann einmal sozusagen runterschreiben. Du kannst dir überlegen, okay, welche Regeln kann ich daraus ableiten? Und das kann ich dann meinen Mitarbeitern sozusagen wieder weitergeben. So. Als nächstes würde ich definitiv empfehlen, sowas wie ein Roleplay zu machen. Auch das ist eine Disziplin, die eigentlich eher aus dem Vertrieb stammt, wo man eben versucht, ja, Einwände aufzulösen. Aber es funktioniert wunderbar auch in der Kundenbetreuung. Ja? Wenn du jetzt meinetwegen einen Kunden hast und der hatte dir einen Storno reingedrückt, aus irgendeinem Grund. So, dann spricht man ja hoffentlich mit dem Kunden und dann gibt es vielleicht eine Situation, wo dein Kundenbetreuer an der Stelle nicht weiter weiß. So, mit der Situation kann er dann zu dir kommen und sagen, hey Chef, ich habe das und das und das und da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Wie gehe ich damit nächstes Mal um? So, dann kannst du ihm das einmal sagen, vielleicht erinnert er sich nächstes Mal dran, vielleicht auch nicht. Und an der Stelle würde ich auf jeden Fall empfehlen, kleine Roleplays zu machen. Ja, das ist relativ simpel, du setzt dich einfach hin mit deinem Mitarbeiter, der sagt dir oder der spielt quasi mal den Kunden und du spielst sozusagen die Person, die das jetzt versucht hätte aufzuheben. Ist ganz, ganz simpel, ganz effektiv, kannst du natürlich mit mehreren Kundenbetreuern dann auch irgendwann in der Gruppe machen, ist noch effektiver wahrscheinlich. So, und dadurch kannst du halt mal wirklich solche Situationen nachstellen, weil auch in der Kundenbetreuung gibt es immer wieder Situationen, wo man jetzt nicht genau sagen kann, okay, wie hätte man da jetzt im Einzelfall reagiert. Du kannst viel mit Skripten und Checklisten vorwegnehmen. Aber manche Einzelfälle muss man halt einfach mal proben, gerade wenn jetzt Kunden, ja, von mir aus mal ein bisschen wütender werden aus irgendwelchen Gründen, dann musst du halt einfach mit deinem Team daran arbeiten, solche Sachen vorwegzunehmen. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, das hatte ich gerade eben schon angesprochen, das sind Checklisten oder Ablaufpläne, das trifft es vielleicht auch ganz gut. Also einfach nur so eine Reihe an Maßnahmen, die getroffen werden müssen, wenn Situation X entsteht. Also es gibt für so eine Checkliste immer einen Trigger, einen Auslöser und von mir aus in der Kundenbetreuung kann dieser Auslöser sein, Kunde ist unzufrieden. So, ist erstmal relativ nicht greifbar. Man könnte sagen, wenn man jetzt eine KPI dazu nimmt, Kundenzufriedenheit liegt bei 5 oder ist tiefer, ist gleich Kunde ist unzufrieden. Wenn das passiert, dann greift zum Beispiel so eine Checkliste. So, auf der Checkliste steht als erstes Punkt Nummer 1, Kunde anrufen. Punkt Nummer 2, rausfinden, was das Problem vom Kunden ist. Punkt Nummer 3, dem Kunden eine Lösung anbieten. Ja, irgendwie sowas. Also ich denke mir jetzt gerade nur was aus. Es geht mir nur darum, dass du sozusagen basierend auf der, in dem Fall Zufriedenheit von deinen Kunden, also einfach von ja, Kundenbetreuungs-KPIs letzten Endes, dass du klare Abläufe hast, die jeder bei euch im Unternehmen genauso umsetzt. Weil es gibt jetzt ein großes Problem, was ich tatsächlich auch immer wieder sehe bei Kunden von uns. Meinetwegen, es gibt einen Kundenbetreuer und der ist jetzt 2 Wochen lang im Betrieb. So, dann fängt er an, seine Arbeit zu machen. Wir haben vielleicht eine Stornoquote von 20%, ist jetzt auch nur ausgedacht. Dann ist dieser eine Kundenbetreuer vielleicht mal 2 Wochen krank aus irgendeinem Grund. Das heißt, unser Partner, der Geschäftsführer, muss quasi in der Kundenbetreuung mit einspringen. Auf einmal haben wir eine Stornoquote von 10%.
Wie kommt das jetzt zustande? Ist ja ungefähr die Hälfte. Also hast denn, je nachdem wie viele Aufträge du gemacht hast, kriegst du 50% mehr, was diese Aufträge angeht, raus. Und das ist signifikant. Das heißt, man muss sich halt mal anschauen, okay, was macht der Geschäftsführer hier anders als die Fachkraft? Und da gibt es Unterschiede, muss es ja offensichtlich, sonst wäre das Ergebnis nicht so anders, gerade wenn das über einen längeren Zeitraum geht. Und hier musst du dir am Ende des Tages einfach klar werden, okay, was ist dieser Unterschied und wie kann ich diesen Standard auf alle meine Mitarbeiter replizieren? Weil in dem Beispiel ist es ja so, dass der Geschäftsführer irgendwas anders machen muss. Er muss einen anderen Tonfall haben, er muss was anderes sagen. Er muss vielleicht, ist er wahrscheinlich logischerweise auch entscheidungsbefugter sein, dass er manche Dinge schneller, direkter entscheiden kann. So, und wenn es dir dabei hilft, wie gesagt, auch hier deine Stornoquote zu verbessern, dann finde den Weg und systematisiere das Ganze, damit es dein Mitarbeiter danach auch so umsetzen kann. Also am Ende des Tages merkst du, wir haben ein großes Thema damit aufgemacht. Das Thema, ja, Mitarbeiterschulung im Bereich der Kundenbetreuung ist ein Thema, das solltest du auf jeden Fall machen. Wie gesagt, die Frage des Wies ist dann immer so ein bisschen von der Situation abhängig, aber eigentlich genauso wie auch in allen anderen Bereichen, schaff Standards, versuch die weiterzugeben. Für deine Standards musst du halt KPIs irgendwo festlegen, an die sich deine Mitarbeiter halten sollen. Und darauf aufbauen kannst du halt schon mal ganz viel machen. So, und das Gute ist halt eben, dass wenn du denn wächst und du hast nicht mehr einen Kundenbetreuer, sondern fünf, dann weißt du, dass die alle die gleiche Arbeit machen. Und das ist dann wiederum ein sehr, sehr gutes Gefühl, beziehungsweise auch einfach eine sehr gute Grundlage, auf der dein Unternehmen dann nochmal weiter wachsen kann. Wenn du generell zum Thema Skalierung, Mitarbeiterschulung Tipps brauchst oder Tipps möchtest, dann wende dich gerne an uns. Komm auf der Homepage vorbei, guck dir die Videos hier an. Ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit in einem der nächsten Videos wieder. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Bis dahin.